Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Woche bei Odenerd TV. Ich bin Phil und wir haben ein paar spannende Sachen diese Woche. Das hier soll ja nur ein Programmüberblick über die Woche sein, aber dadurch, dass es eine ziemlich lange Diskussion in den letzten Tagen gab in meinem Freundeskreis und auch in der Community von Anime-Fans und Filmfans gleichermaßen, will ich euch nochmal kurz darauf hinweisen, dass es den ersten offiziellen Trailer zu Ghost in the Shell gibt. Der Echtverfilmung des Comicfilms von 1995. Ich spreche jetzt nicht von den Serienablegern etc., sondern wirklich nur von dem Film. In der Hauptrolle ist Scarlett Johansson. Hier geht es wirklich darum, wie fühlen wir uns als Fans von Animes. Ghost in the Shell ist definitiv einer der Filme, mit denen ich aufgewachsen bin. Da gibt es einmal Akira, da gibt es Fist of the North Star, das Original, und Ghost in the Shell. Das waren so die großen Filme, die ich sehr gerne geschaut habe. Und als ich mir den Trailer angeschaut habe, den ersten offiziellen Trailer, habe ich gesehen, dass es mir ist es ein bisschen zu doll Spoiler der Hauptgeschichte. Und ich bin nicht ganz sicher. Wir sollten darüber diskutieren. Ich freue mich über Kommentare dazu. Die Bildsprache selbst, finde ich, ist sehr nah am Comic-Original, aber doch ein bisschen zu doll gespoilt in die Richtung, wohin geht es eigentlich in der ganzen Geschichte mit dem Major. Scarlett Johansson ist ja nun bekannt für das Verkörpern von Comic-Rollen. Sie hat schließlich Black Widow in den Avenger-Filmen gespielt, aber ich linke unten mal die nicht nur den Trailer, den ersten offiziellen Trailer, sondern auch Behind the Scenes, wo der Originalregisseur und Verantwortliche für Ghost in the Shell von 1995 auch was dazu sagt. Ich würde mich freuen, wenn ihr da was zu sagt, was ihr dazu meint, ob ihr euch auf den Film freut. Aber nichtsdestotrotz, diese Woche haben wir noch ein paar andere Sachen. Natürlich Dishonored 2, das ich seit Freitag auch spiele. Da gibt es heute Abend die ersten 15 Minuten Gameplay, kommentiert von mir als Let's Play. Ich bin heute Nachmittag auf einem Microsoft Event. Ich hatte es schon mal kurz angesprochen. Microsoft Device Event, Windows 10 Device Event. Ich habe leider erfahren, dass die für mich sehr wichtigen Geräte wie Surface Studio und das neue Surface Book mit Performance Base nicht vor Ort sein werden. Allerdings sind andere Hersteller von Windows 10 Devices da, die ihre neuesten Sachen fürs Weihnachtsgeschäft vorstellen. Dazu wird es natürlich auch Xbox One in der S-Version, also 4K-fähig und Ultra HD, DVD, Blu-Rays geben, und ich werde mir HoloLens anschauen. Ich weiß schon, dass ich HoloLens selber nicht filmen darf, aber ich werde natürlich dazu ein bisschen was sagen im Video, wie es mir gefallen hat und ob es Virtual Reality schlagen kann. Ich bin ja nun ein absolut großer Fan von Virtual Reality, habe viele, viele tausend Stunden eigentlich schon in Rift, Vive und anderen VR-Headsets verbracht. Genau. Das kommt am Mittwoch als Eventbericht, als Vlog, und am Freitag kommt dann mein Gesamtreview zu Dishonored 2. Dishonored 2 ist ja wirklich der letzte große plattformübergreifende Shooter, wenn man es so bezeichnen will. Es ist auf jeden Fall First-Person-Schleich- und Shooter-Action dieses Jahr. Dieses Jahr war gefüllt mit echt guten Shootern. Von Doom über Battlefield, Titanfall 2, dann hatten wir gerade Call of Duty, Infinite Warfare und Modern Warfare Remaster. Dazu findet ihr mein Review seit letztem Freitag auch auf dem Channel. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Ich freue mich über Kommentare, besonders zu Ghost in the Shell, weil das ein interessantes Thema ist. Ich freue mich über Likes und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr immer informiert seid, was als nächstes bei uns kommt. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Woche. Hoffentlich ist es nicht so kalt. Es soll ja ab morgen zumindest in großen Teilen Deutschlands wieder ein bisschen wärmer werden. Heute Nacht war es unglaublich kalt. Naja, der Winter ist da und ich wünsche euch trotzdem erstmal alles Gute. Bis dann.